Ja, wir sind hier auf einem ganz leeren Platz, wo sonst relativ viele Leute sind. Und hier ist alles schon abgesperrt. Die Demo wird dann hier auf der anderen Seite folgen. Es ist ja auch nicht mehr lange. In ein paar Minuten beginnt ja die Debatte über das Infektionsschutzgesetz. Ich werde dagegen stimmen, aber momentan haben wir noch ein paar Minuten Zeit bis zur Abstimmung, sodass ich mich erstmal unter das Volk mischen werde. Und hier kommt schon unsere Mitarbeiterin, die bringt die neuen AfD-Plakate, also Freiheit statt Notstand. Gut, wir werden dann mal gucken, wie die Lage da drüben ist und schauen einfach mal. Ja, also wir sind jetzt direkt vor dem Brandenburger Tor. Das letzte Mal war hier alles voll Demonstranten. Hier war die Veranstaltung. Da ist jetzt praktisch hier alles leer. Die Demonstration ist weiter hinten. Hallo, also ich bin jetzt hier live auf der Demo. Wir haben ja vorhin schon gesehen, das letzte Mal war das ja alles vor dem Brandenburger Tor. Jetzt ist das alles gesperrt. Wir können also nicht direkt vors Parlament. Das ist ein bisschen schade, damit die Parlamentarier, die diesem Gesetz zustimmen, also nicht wir, sozusagen in Ruhe das machen können, weil das letzte Mal hatten sie schon ein bisschen Angst. Und ich denke, es ist umso wichtiger, dass wir jetzt was dagegen machen, weil dieses vierte Infektionsschutzgesetz erhebliche Einschränkungen mit sich bringt, sodass wir uns wirklich Gedanken machen müssen, wie geht es in Deutschland weiter. Wir als AfD stehen hinter der Bevölkerung mit den Menschen und wir wollen das nicht zulassen, denn andere Länder, wenn wir nach Russland oder China schauen, es ist alles geöffnet. Man hat natürlich ein sehr gutes Management. Bereits im Februar letzten Jahres hat unsere Partei vorgeschlagen, wie man diese Pandemie managt. Was ist passiert? Ein Jahr ist vorbei, nichts passiert. Man hat unsere Vorschläge nicht angehört, nichts. Sie wurden abgelehnt. Es ist sogar noch schlimmer. Wir werden den Lockdown womöglich noch bis zum Ende dieses Jahres haben. Das ist aus der heutigen wissenschaftlichen Lage nicht nötig. Man kann das ganz gut managen, aber dann sollte man uns manchmal fragen. Weder bis und auch AfD-Abgeordnete. Wir wollen Uschi Helschen von Billy Six. Viele machen sich Sorgen um die Zukunft, gerade diejenigen, die sozusagen nicht in der Oberkante der Gesellschaft sind, sondern die es sehr schwer haben, keinen Job mehr haben. Sie wissen nicht, wie es in der Zukunft weitergeht. Viele kleine Einzelhändler, viele kleine Gewerbetreibende, die alleine ihre Firma führen, wissen nicht, wie es in der Zukunft weitergeht. Und das ist die Aufgabe für uns als Politiker, dafür zu sorgen, dass wir schnellstmöglich rauskommen mit einem guten Konzept und dass wir sozusagen unsere Wirtschaft nicht gegen die Wand fahren. Gehe ich rein und gebe hier meine Stimme ab. Wir haben unseren Kollegen, Herrn Protschka. Hallo, die Erde. Ja, ich war gerade drin und habe mir die Rede angehört vom Brinkhaus und dann, als er von Notstand und Notstandsgesetz gesprochen hat, war für mich der Ofen aus. Dann habe ich leider das Plenum verlassen müssen, weil sonst wäre ich rund und wäre ihm ins Gesicht gesprungen. Ja. Irre. Das sind wir noch irre. Ja, das letzte Mal, ich habe schon gesagt, das letzte Mal war ja die Demo hier ziemlich nahe dran. Die hat man hier hinter verlagert und in ziemlich schmalen Korridor. Also es ist ein bisschen schade, weil dann sieht man ein bisschen so den Volkszorn auch nicht so. Ja, wer Angst hat vor dem Volk, muss sich verstecken vor dem Volk. So, ich habe jetzt abgestimmt und natürlich mit Nein gestimmt, denn unser Slogan ist Freiheit statt Notstand. Wir als AfD setzen uns für die Bevölkerung ein und nicht gegen sie.